Guten Abend, meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zum Abend des Volkswagen-Konzerns hier in Genf. Viele unter Ihnen, das gilt besonders für die Medienvertreter, wissen, was sie hier erwartet, nämlich zum einen 10 automobile Weltpremieren und zum anderen natürlich kompakte Informationen. Sie feiern hier ja eine ganz wichtige Premiere für Audi, der neue A3. Was macht ihn so besonders? Ja, zum einen ist er natürlich ein Vorläufer einer A3-Familie, die wir ja mit Derivaten deutlich ausweiten wollen. Zum anderen startet damit auch der modulare Querbaukasten im Konzern. Hier präsentieren wir heute den Audi A3 als Zweitürer. Es kommt natürlich dann der Sportback als viertürige Version. Wir werden wie unser A3 Concept Car auch eine sehr sportliche Limousine auf den Markt bringen. Und logischerweise, eine hübsche Limousine gibt immer ein super tolles Cabrio. Das Auto ist super agil. Wir haben es geschafft, dass wir 80 Kilogramm Gewicht rausbekommen haben gegenüber dem Vorgänger. Sie präsentieren heute am Konzernabend das kleinste Autos, haben aber mit Ihrem Kleinen großes vor. Was erwarten Sie denn an Stückzahlen? Ja, bei Stückzahlen, wir fangen ja jetzt gerade an. Wir haben jetzt gerade die Dreitürer-Version gelauncht in Tschechien. Ganz erfolgreich, und jetzt in Kürze folgt dann die Fünftürer-Version. Also wir investieren hier in ein wachsendes Segment. Wir gehen davon aus, dass allein in Europa dieses Segment in den nächsten Jahren um 40% wächst. Und wird es eine Ausstattung geben oder wird es diverse Varianten geben? Wir bieten 3 Ausstattungen an, also Active, Ambition und Elegance. Und das sind unsere 3 Ausstattungsstufen. Und der Preisrange wird so also gut unter 9.000 sein, bis dann in die 13.500. Das ist so unsere Preisrange, die wir uns vorstellen. Sie gehen in Serie mit dem Toledo-Nachfolger. Wie viele Toledo-Kunden haben Sie denn und was erwarten Sie vom neuen Modell? Zumindest in Spanien haben wir 235.000. Also mehrheitlich aus der ersten und zweiten Generation. Ja, und sagen wir, überall würde ich sagen so um die 400.000 insgesamt. Überall gestreut. Aber Kerngeschäft bleibt Spanien. Also das ist ein sehr praktisches Auto, aber hat ein schönes Design, hat neue Technologie drin und ein Spitzenpreis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, das ist und war eigentlich, wenn man zurückblickt, das Erfolgsrezept von dem Toledo. Sie haben ja hier nach Genf eine große Überraschung mitgebracht. Eine dritte Baureihe. Können Sie uns mal ein bisschen die Eckdaten Ihres großen Babys erklären? Ja, ich freue mich natürlich ganz besonders, dass es eine Überraschung geblieben ist bis zum heutigen Tage. Niemand hat es bemerkt. Wir haben unbeobachtet in England ein tolles Auto entwickelt und heute hier eine Weltpremiere gefeiert, die uns natürlich stolz macht. Wir haben vor, mit dem Bentley-SUV ganz nach oben durchzustoßen in die Spitze des SUV-Segments. Wir haben vor, mit einem 12-Zylinder-Motor anzutreten, mit einer Dimension in typischem Bentley-Design. Britisches Understatement, aber doch martialisch im Auftritt. Wir werden eine Größe im Innenraum liefern, wie sie heute im SUV-Segment nicht vorhanden ist. Wir werden außerordentlich viel Platz auf der hinteren Sitzbank haben. Und das Auto ist voll mit technischen Innovationen, die in diesem Segment die Messlatte neu definieren wird. Wir haben Sie mitgenommen auf eine Reise durch die Volkswagen-Welt. Wir haben Ihnen näher gebracht, was diesen Konzern und seine Menschen bewegt und was uns antreibt. Für mich hat dieser Abend dabei eines deutlich gezeigt. Der Volkswagen-Konzern steht wie kein zweiter Autobauer für Leidenschaft und Engagement.